Hey, ich habe das Quest schon so oft gemacht, dass ich es faszinierend finde, dass ich immer nur das Timing verkacke. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, ich weiß. Jetzt muss ich hier an Tag 3. Ich habe gestern tatsächlich dann doch nochmal gegoogelt. Du hast mich ja wegen inspiriert. Ich habe geschaut, wo ich denn ursprünglich diese Fuchsmaske herkriege, weil die kriege ich ja auch vom Kaffee. Ich muss hier an Tag 3 reinlaufen. Ich hab doch was für dich. Oh. Oh ja, okay. Dann morgen. Dann schauen wir nochmal zum Deku-Tempel. Willst du mich eigentlich komplett verarschen, Mann? Ich brauch Pfeile. Geht doch. Willst du, wie sie einfach alles versuchen? Ja, hallo? Natürlich. Weil ich bin ein Profi. Auch wenn das Ganze auf gar nicht danach aus. Ich bin ein Vollprofi. Ja, natürlich. Hallo. Ich habe jetzt ein Schwert. Ganz allein gefunden. Ganz allein. Und alle Feen aus dem Tempel, wo ich nicht mal Schlüssel habe. Siehst? Oh, hi. Ja, das dachte ich mir. Das dachte ich mir. Aber ist okay, weil ich habe jetzt ein Schwert. Ihr könnt mir gar nichts. Und ich habe einen Pfeil. Einen Bogen. Ihr könnt mir ja schlecht nichts. Wo ist er? Richtiger Profi. Richtiger Profi. Und. Ich kann den Boss machen. Ich möchte noch mal wiederholen, dass ich keinen einzigen normalen Schlüssel für diesen Tempel besitze oder jemals besessen habe. Aber Hauptsache, ich kann jetzt Boss machen. What the fuck? Alright, okay. Da hinten ist nur so ein Kackviech. Blöde Kuh wird mich gleich töten, Alter. Und runterschmeißen. Und ich glaube, die backt da fest. Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen beim ersten Boss. Alter, ich darf nicht mal vor dem laufen. Kein Problem, Leute, ihr könnt's mir nichts, weil ich habe jetzt ein Schwert. Also könnt ihr vielleicht schon ein bisschen was gern, aber. Naja, irgendwie schützt es weniger Witz, oder? Also wenn ich mit allem durchkomme, was ich mache, ist halt schon auch easy. Wir haben unseren ersten Boss getötet. Yes. Und es gibt 20 Rubine als Belohnung. Willst du mich komplett trollen oder was? Aber ich glaube, es gibt einen Song. Komme ich in einen Song? Wenigstens sind die nicht gerandomized. Ich habe jetzt endlich den Song of Healing.
Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich kann die Prinzessin jetzt befreien, weil ich habe jetzt ein Schwert. Taktam. Kein Problem, ich nehme dich mit. Easy peasy, lemon squeezy. Muss meine Feen abgeben. Ey, wenn da jetzt was rauskommt, was ich öfter holen muss. Wenn da jetzt ein Schlüssel rauskommt. Für irgendeinen dummen Tempel. Dann flipp ich aus. Alter, 100 Rubine willst du mich ver... Ja, okay. Besser als was, was ich 1000 Mal brauche. Kann so viele Dinge tun. Taktam. Ich hätte da was für sie. Lass es was Cooles sein, aber was, was ich nicht mehrmals holen muss. Wie wäre es mit dem Enterhaken? Alle Prinzessin ist sauer. Seht ihr das? Und wie schaut's aus? Häftling gerettet? Was bekomme ich? Bekomme ich was? Ja, schon, oder? Liebe und Zuneigung? Mehr? Was Sinnvolleres? Jupp, jupp. Gar nichts. Der Scheiß Angst. Ich dachte, ich krieg da noch was. Okay, meine lieben Freunde. Let's go. Bitte lass es nicht so schwer sein. Wirft er keine Flammen? Wirft er keine Flammen? Wirft er keine Flammen? Warum wirft denn er keine Flammen? Also, das fand ich auch ganz ehrlich, ist hier viel leichter als in Ocarina of Time. Wenn du irgendwie über so Dinger hüpfst, dann hat das so einen Autofokus. Also, da tust du dir echt schwer vorbei zu hüpfen. Ich schaff sowas zwar trotzdem, aber. Also, es ist auf jeden Fall. Erstens mal geht's nicht nach Zeit. So, wirklich. Zweitens mal ist es 1000 Mal geiler, dass der keine Dings wirft, keine Flammen. Drittens mal muss ich aber dazu sagen, dass dieses Labyrinth so kompliziert ist, also das von Dampel kann ich ja irgendwann auswendig, aber das hier, stell dir mal vor, du müsstest das auswendig wissen. Hallo, ich war Deko die ganze Zeit. Wow. Danke für nix. You will be forgiven, my friend. Okay. So, jetzt machen wir das hier nochmal, weil da kommen wir jetzt tatsächlich auch durch. Und alles wieder auf Anfang, gell? Du verarschst mich doch komplett hier. Hä? Lol, in dem Raum war ich beim letzten Mal ja gar nicht. Den habe ich voll ignoriert.
komme jetzt dann natürlich nicht hoch, gell? Das ist aber nicht nett. Hier gibt es da oben einen Eingang. Ach nee, da muss irgendwo eine Leiter sein, okay. Let me see. Es gab doch hier oben keinen Eingang für. Ach, warte mal. Ich kann einfach mal versuchen, hier lang zu laufen, ha? Ha. The biggest bomb bag. Hallo. Nimm diesen dummen Anhänger. Weil ich die in der Küche versetzt habe, aber das kann doch eigentlich auch nicht sein, oder? Ist das sonst auch nicht so. Schauen wir nachher nochmal her. Eigentlich ist mir die. Nee, ist sie mir eigentlich nicht. Ich weiß nämlich nicht, ob der zu ihr kommt ohne das Masken-Event. Wobei. Die Kappes-Maske ist bei mir eigentlich grün. Sollte eigentlich gehen. Why is it locked? Die ist immer noch oben. Scheiße. Habe ich das jetzt falsch gemacht? Hey, ich habe das Quest schon so oft gemacht, dass ich es faszinierend finde, dass ich immer nur das Timing verkacke. Alter. Völlig verwirrend von A nach B und zurück und nach Z. Ich will zur Bank. Ich will eigentlich zur Bank. Oh, ich kann den Schwertmeister machen. Nee, ich mach den Schwertmeister nicht. Geil. Geil. Oh mein Gott. Hi. Ja, please. Oh, shit. Ja. Weil ich einmal nicht gejumpt bin. You must jump more. Ich habe ein einziges Mal nicht gejumpt. Habe. Ich bin. Thank you. Oh wow. Dankeschön für nix. Geil. Und was gibt's jetzt? Okay, thank you. Jetzt ist er offen, Gott sei Dank. Hi. Ach toll. Ach toll. Manu.
Muss ich in ein Grave? Nee, ganz so aus. Oh Gott. Ach, den kann ich auch einfach so ansehen. Ja, okay. Never mind. Hab auch keinen Zeitdruck immer am letzten Tag, gell? Gar nicht, habe ich das. Das stresst mich auch überhaupt nicht. Ich wollte gerade sagen, sorry, aber mehr Spots gibt's halt echt nein. Ach, das ist Kill the Point. Ja. Könnte jetzt schwieriger sein. Aber ich bin halt auch ein Zelda-Profi, was soll man machen? Kann nicht jeder so gut sein wie ich. Kann ich dich einfangen? Oh, tatsächlich. That may lead to something good. Wer möchte denn einen Po haben? Gibt's hier auch noch einen Käufer? Und? 20 Rupees. Ein Mirrorschild, ein Mirrorschild. Geilo, Milo. Oh, ich hab grad gedacht, das Spiel hängt sich auf. Na, immerhin. Immerhin. Wir kommen ein Stückles weiß voran, Leute.